Lange nicht gesehen, Cenk. Wie hast du es ohne mich bloß so lange ausgehalten? Gar nicht. Sonst hätte ich dich ja nicht hergebeten. Interessanter Treffpunkt. Was willst du? Ich bin ja Kassenwart. Klingt plausibel. Setz dich. Also, schieß los. Das Handyfoto wurde irgendwo auf dem Balkan gemacht und später dem BKA zugespielt. Angeblich das Trainingslager einer serbischen Polizeieinheit. Handelt sich wahrscheinlich aber eher um eine Art Wehrsportgruppe oder Privatarmee. Das Problem? Die Waffen, Telekommunikation, die ganze Ausrüstung ist alles deutsche Polizei. Alles SEK. Unsere Jungs? Zumindest ein paar davon. Bessern sich ein bisschen das Gehalt auf. Es scheint in Deutschland bundesweit eine Art Netzwerk für sowas zu geben. Das BKA hat die Fotos analysiert. Der Mann in der Mitte ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit Lars Jansen. Oberkommissar beim SEK Hamburg, 33 Jahre alt. Es besteht der Verdacht, dass Jansen sein Wissen über Einsatztechniken an ausländische Auftraggeber weitergegeben hat. Also Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Geheimnisverrat, Verletzung von Dienstgeheimnissen. Heißt im Klartext? Verletzung von Dienstgeheimnissen, Paragraph 353. Ich weiß. Nur was hat das mit mir zu tun? Wir müssen wissen, wer vom SEK Hamburg im In- und Ausland in Trainingslagern als Ausbilder gearbeitet hat oder noch arbeitet. Wer die Hintermänner sind, die das Ganze organisieren, wer die Auftraggeber sind, wie die Leute angeworben werden und wie viel Geld fließt. Ich soll also verdeckt gegen Kollegen ermitteln, als Ratte. Uwe, du machst mich zum Nestbeschmutzer. Du bist nicht die Ratte. Die sind kriminell. Es tut mir leid. Such den anderen. Cenk, die bilden potenzielle Mörder aus. Bürgerkriegsparteien, Kriegstreiber, Staatsterroristen. Nicht nur auf dem Balkan, weltweit. Was wir hier tun, ist das Leben unschuldiger Menschen retten. Ich bin Hauptkommissar, aber nicht beim SEK. Du bist verdeckter Ermittler. Und du hast als Einziger eine Ausbildung, um als SEKler durchzugehen. In der Behörde kennt dich niemand außer mir. Beim SEK kennt dich eh keiner. Komm schon, das ist Jahre her. Cenk, wir brauchen dich. Ich brauche dich. Wie komme ich da rein? Alles schon geklärt. Dein Deckname ist Oktay Metin. Hier ist alles, was du brauchst. Zeugnisse, Geburtsurkunde, Pass. Du hast eine Legende beim SEK in Nürnberg. Der Chef ist ein Freund von mir, weiß Bescheid, ist eingeweiht. Du hast dich da wegbeworben, wolltest zum SEK nach Hamburg, weil eine Planstelle frei war. Das sind deine neuen Kollegen. Und in den nächsten Wochen ist ein Auffrischungstraining angesagt. Ihr habt schon alles eingefädelt. Ohne mich vorher zu informieren. Ja. Habe ich eine Wahl? Nein. Arschloch. Seht euch genau um. Ganz genau.
Sie sehen aber nichts. Seht genau hin. Ladies, ihr müsst nicht nur schauen, sondern auch suchen. Ausschwärmen. Darunter, schnell. Papa, da ist nichts. Und schau genauer, Kleines. Super. Na, gefällt's euch? Danke, Papa. Ja. Super. So, jetzt fahren wir nach Hause und dann gibt's was zu futtern. Los. Komm. Eine Beförderung, von der ich nichts weiß, P.O.K. Jansen? Neue Gehaltsstufe oder was? Geburtstag ist nur einmal im Jahr, oder? Ich wollte dir noch was fragen. Wenn mir was passiert, kannst du dich um Emilia kümmern. Was? Nur so. Wir haben keinen Paten. Wir haben das irgendwie vermasselt. Und sie mag dich. Onkel Oktay. Was soll denn schon passieren? Wir haben einen gefährlichen Job. Oder? Also. Dass du deinen freien Nachmittag geopfert hast. Na, selbstverständlich. Als Patenonkel. Wann zieht ihn um? In 2 Monaten. Mann, Mann. Endlich raus. Es wird immer schlimmer hier. Schau dich mal um. Steht mehr und mehr leer. Aber hier, pass mal auf. Ja? Wow. Von wegen, kleiner Bulle, kleines Gehalt? Das Geld liegt auf der Straße. Ja, auf deiner vielleicht, aber nicht auf meiner. Ich kann keine Rechnung mehr sehen. Überleg doch mal. Nahkampf, Einsatztaktik, Waffen, Sprengstoff. Vom Hubschrauber abseilen. Das ist es, was wir können. Yes, Sir. Das ist das, was wir können. Genau. Und solche Leute werden gebraucht. Die ganze Schufterei, um da irgendwie reinzukommen. Üben, üben, üben. Und dann? Noch 2, 3 Jahre und dann war's das. Altes Eisen ausgedient. Ende. Und das alles für diesen scheiß SEK-Zuschlag? Auf keinen Fall. Nicht mit uns. Oder glaubst du, du bist der Einzige von uns, der Kohle braucht? Wo? Wo Bedarf ist. Wir brauchen gute Leute, die ihnen zeigen, wie es läuft. Gute Leute, gutes Geld, so einfach ist das. Nicht schlecht. Und ob? Die Bezahlung stimmt. Flüge, Übernachtung, Spesen übernehmen alles die zusätzlich. Und da ist noch mehr drin. Also, wie sieht's aus? Interesse? Wir haben die schon ziemlich lange auf unserer Liste. Und einen brauchen wir noch. Klingt gut. Alles klar. Kriegst einen Anruf. Moment. Wieder schon vor, ich komme gleich nach. Okay. Sag mal, Schatz, was sind die da los? Was schön heute? Mhm. Ja? Gleich, Emilia. Darf ich? Zur Erinnerung? Ja, klar. Falls Eddie das noch nicht gesagt hat, vielen Dank, dass du da warst. Das ist für mich? Ja. Danke. Mama, das geht nicht. Hallo, Emilia. Dann musst du immer einmal drehen. Du bist also drin. Herzlichen Glückwunsch. Schau mal hier. Wow, edel und teuer. Nette Familie. Was wir wissen, hat sich bestätigt. SDK-Leute lassen sich bundesweit als Ausbilder anmieten. Es geht aber viel weiter.
Während Mama mit den Kindern am Strand Sandburgen baut, fliegt Papi weiter in die Wüste und trainiert seine Auftraggeber im Häuserkampf. Die verkaufen ihr Know-how an den Nahen Osten, Libyen, Angola. Und immer an die Falschen. Ja, klar. Falschen zahlen ja auch besser als die Richtigen. Wann war das? 5 Minuten später. Wer ist der Kerl? Weiß nicht. Jansen hat kurz vorher telefoniert. Der Hintermann? Was gibt er ihm da? Ein Umschlag. Find raus, was da drin ist. Und viel wichtiger, versuch irgendwie an den Hintermann ranzukommen. Gute Arbeit. Eigentlich eine echt nette Familie. Ist wirklich ein Jammer. Was ist denn? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich mag Emilia. Maike. Und ich mag auch Lars Jansen. Ich verstehe. Ich zerstöre die Familie und sie haben keine Ahnung davon. Willst du aussteigen? Uwe, das geht mir zu weit. Er hat mich heute gefragt, ob ich Emilias Pate werden will. Scheiße. Cenk, wir sind so nah dran. Find raus, was in dem Umschlag war. Wir werden in der Zwischenzeit versuchen, den Hintermann zu identifizieren. Sobald wir den haben, übernimmt das BKA den Fall. Und dein Job als Oktai-Mädchen beim SEK ist beendet. Ich versprech's. Okay. Schickes Rad. Deins? Geliehen. Von meiner Nachbarin. Immer noch derselben? Endlich. Hey, sorry. Tut mir leid. Schaffst du es noch? Naja, kein Problem. Und wie fährt sich das Schmuckstück? Ist ganz weit vorn. Auto repariert? Krieg ich heute Abend wieder. Was ist das? Das ist für dich. Als kleines Dankeschön. Du kannst backen? Leider nicht. Heb ihn für mich auf. Hochade, vielen Dank. Matt in 4 Zügen. Mhm.
Abwarten. Baba. Abwarten. Das ist doch dein Spruch. Hochhandel, wenn es der Gegner nicht erwartet. Wie ernst war das gestern? Okay, pass auf. Sie rufen dich an, nicht umgekehrt. Um 18 Uhr. Beeil dich. Um 7 ist Schichtbesprechung. Geht sofort los. Schnürsenkel. Ja, aber mach. Bin spät dran. Gefällt dir Jansens Spend? Ja, klar. Dir nicht? Beeil dich. Zwei Minuten.
Sie nicht. Sultan Didicir, geh nach Hause und sieh nach deiner Familie. Rufen Sie an. Rufen Sie die Polizei an und sagen Sie, wo Sie sind und was Sie sehen. SEK Hamburg, der PVD, guten Morgen. Morgen, PML at PZ. Wir haben einen Überfall mit Geiselnahme und Schusswaffengebrauch. Ort? Hotel Empire, 20. Etage, Restaurantbereich. So, Männer, Einsatz, Geiselnahme. Was ist los, Alter? Nervös? Nie. Ich auch, wie immer. Wird schon schiefgehen. Na komm. Was soll denn schon schiefgehen? Sie können gehen. Stopp. Sagen Sie denen, Sie sollen diese Nummer anrufen. Die Servicekraft sagt, der Mann ist allein. Gut, wir werden es mal prüfen. SEK übernimmt. Also los, wie besprochen. Auf geht's! Die Aufzeichnung läuft? Ja, läuft. Mädchen, ihr bin in Position.
Eingangstür mit Sprengfalle gesichert. Zugriff nicht möglich, wiederhole Zugriff nicht möglich. Team Habich, ich brauche die Bestätigung, dass die Zielperson alleine ist. Bestätige keine Geisel. Zielperson im Sichtbereich. Team Adler, vorrücken in den 20. Stock des Restaurants. Zielperson gegenüber auf 12 Uhr. Ewald Gerling. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich heiße Zoltan Didic. Ich bin 38 Jahre alt und seit 6 Jahren tot. Heute ist der Tag, an dem ich sterben werde. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Was? Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Alle werden erfahren, was du getan hast. Was habe ich getan? Von wem sprechen Sie? Das ist die Zeit, die ich dir gebe, Lars Jansen. Das Spiel beginnt. Zielperson am Boden, kein Lebenszeichen. Wir greifen ein. Risiko minimal. Bestätigt. Los. Fertig, Sprengfall entschärft. Uhr. Was ist um 12.15 Uhr? Keine Ahnung.
Woher kannte der deinen Namen? Keine Ahnung. Die Dienststelle wird sich den Mitschnitt ansehen, das ist sicher. Und dann werden die dir Fragen stellen. Aber erstmal beantwortest du mir meine. Ist das angekommen? Bis die anrücken, sprichst du mit mir und nur mit mir. Ist das klar? Das gilt für euch alle. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Okay? Ich hab den noch heute Morgen in dem Haus gesehen. Lass mich mal in Ruhe, ja? Ja? Gott sei Dank, Mike. Ich dachte schon, es wäre irgendwo. Wer ist da? Alles klar? Ja, klar. Lars, sieh mich an, sieh mich an. Die Mailbox. Sie haben eine gespeicherte Nachricht. Erste gespeicherte Nachricht. Sultan Didic hier. Geh nach Hause und sieh nach deiner Familie. Ich kümmere mich drum. Versprochen. So, das reicht mir jetzt. Ihr seid doch so dicke. Ich will wissen, was hier läuft. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ein Geiselnehmer, der sich umbringt und der Jansen kennt. Jansen, der Dienst hat und abhaut und du hast keine Ahnung. Das soll ich dir glauben. Du bist nicht der Einzige, der hier Antworten haben will. Was läuft hier? Wenn hier jemand irgendetwas weiß, dann seine Frau. Ich muss zu ihr. Warum gerade du? Mit mir wird sie reden. In einer Stunde bist du zurück. Lass dein Handy an. Uwe, wir müssen uns treffen. Notfall.
Hol mich hier ab. Hinterausgang SEK. Wir haben keine Zeit, beeil dich. Seit wann gibt ein verdeckter Ermittler seinen Vorgesetzten Anweisungen? Jetzt komm mir nicht mit den Dienstvorschriften. Wer ist das? Wer sind Sie? SEK Hamburg, POK-Meeting. Petersen, KTU. Sie haben da vorhin schon mal angerufen. Woher haben Sie diese Nummer? Ich war bei dem Einsatz dabei, KTU Petersen. War das Handy im Besitz des Toten? Es steckt in seiner Hosentasche. Hattest du eine grelle Farbe? So rot? Ja. Also nochmal, das Handy von Jansens Frau ist das, mit dem dieser... Zoltán Didič. Dieser Didič mit dem Verhandler gesprochen hat. Genau. Komm, beeil dich. Nichts rechts. Ich fahr schon 60. Straßenverkehrsordnung? Was ist mit der? Was ist mit der? Ich darf nicht schneller und ich fahr auch nicht schneller. Zoltán Didič hat von oben Jansen direkt angesprochen. Er hat ihn beim Namen genannt. Er wusste genau, was er tut. Er war kein Irrer, weißt du? Nicht? Warum erschießt er sich dann? Meint es ernst? Allerdings. Alle werden erfahren, was du getan hast. Seine Worte. Was hat Jansen getan? Ich versteh's nicht. Und warum hat Didič Maike Jansens Handy? Er war da. Heute Morgen. Ich kapier's nicht. Komm schon, beeil dich. Was ist das mit dem Countdown? Die Zeit, die dir noch bleibt. Ist was passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Countdown um 12.15 Uhr endet. Du glaubst, der gilt der Familie. Genau. Dein Fall, das SEK, der Hintermann? Du bist nicht bei der Sache, das ist wichtig. Kommt um 18 Uhr. Geh mal da weg. Chef, so viel zu den Vorschriften. Gefahrenverzug. Das solltest du dir ansehen.
ist das? Eine Bombe. So treffen wir uns wieder, Lars Jansen. Doch ich bin tot. Oder hast du gehofft, mich verhören zu können? Ich hatte nicht vor, zu entkommen. Wozu auch? Ich bin damals schon gestorben. Du willst deine Familie finden? Dann such sie. Tu, was ich sage. Schritt für Schritt. Folge meinen Anweisungen. Du willst die Polizei einschalten? Tu das. Die wissen jetzt, dass wir uns kennen. Die werden Fragen haben, viele Fragen. Fragen, die dich aufhalten werden. Aber vergiss nicht, kommst du zu spät, sind sie tot. Geh dorthin. Moment, Augenblick. Was hast du vor? Rochade. Was? Rochade. Wird der König bedroht, schütze ihn der Turm, und der bin ich. Aber er nimmt nicht seinen Platz ein. Das SEK ist ein Fall, nichts weiter. Scheiße! War schwer genug, dich da reinzukriegen. Das hier geben wir ab. Vergiss es. Didic hat recht. Bis das alles anläuft, dauert das viel zu lange. Ich weiß, wie er denkt, wie er handeln würde. Wer? Jansen. Wäre ich sonst an ihn rangekommen? Außerdem, was ist wichtiger? Der Fall oder das? Falls jemand Jansen ersetzen kann, dann bin ich das. Warte, warte! Du stehst kurz vor Abschluss unserer Ermittlungen. Geht irgendwas schief? Fliegt deine Tarnung auf? Die Kleine hatte gestern ihren 9. Geburtstag. Sie heißt Emilia. Und um 12.15 Uhr ist sie tot. Lässt du mir eine Wahl? Das dachte ich mir. Gut, einverstanden. Danke. Aber sobald deine Tarnung gefährdet ist, ist Schluss. Brauchst du nicht mal ein Auto? Nein, das brauchst du selber. Du kümmerst dich um Didic. Wir müssen mehr über ihn wissen. Aber wie? Bist du bescheuert? Der Wagen ist Beweismittel. Die Spurensicherung kann sich erstmal um die Wohnung da oben kümmern. An. Das ist Jansens. Er hat gestern um 17.30 Uhr einen Anruf bekommen. Ich will wissen, von wem. Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Vernichtung von Beweismitteln, Verarschung von Vorgesetzten. Dunja Didic, geboren ist hier. Thank you.
Und wie lange hast du gebraucht? Ich bin jetzt bei meiner Frau und meinem Kind. Meine Zeit der Flucht, der Erinnerung, des Schmerzes und der Sehnsucht ist vorbei. Für dich hat sie erst begonnen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du wirst fühlen, was ich gefühlt habe. Damals war Krieg, heute ist Krieg. Mein Krieg. Auch deine Familie wird im Krieg sterben. Aber ich bin nicht du. Ich gebe dir eine Chance. Du kannst sie retten. Rettest du sie nicht, dann sterben sie durch deine Schuld. Folge der Anweisung. Bis 11:15 musst du das geschafft haben. Uwe, nächste Station Trostbrücke, 11.15 Uhr. Was gibt's Neues? Jansens Handy-Fehlanzeige. Der Anrufer gestern hat ein Prepaid-Handy benutzt, was er sonst woher haben kann. Wie geht es, Jansen? Nicht gut. Liegt auf der Intensivstation in der Uniklinik. Aber die haben gesagt, er kommt durch. Was machst du hier? Meinst du, ich lasse dich alleine? Die Schnaben stammen von Schussverletzungen. Die haben seinerzeit nicht alle Kugeln entfernt. Wird gerade überprüft, was für welche das waren. Ich habe ihn durchlaufen lassen. Geboren 71 im Kosovo. Studium der Psychologie, danach eigene Praxis. Seit 2 Jahren ist er hier. Keine Verwandten. Nach seiner Einreise ist er gleich abgetaucht. Ging er schnell? Ja, ich habe ein Telefon. Weißt du, diese kleinen Dinger, die man reinspricht? Heute vor 6 Jahren sind Sie die Frau und Sohn gestorben. Laut seiner Akte war Jansen damals im Kosovo. Richtig, so fing alles an. Wenn heute ihr Todestag ist und sich Didic heute an Jansen rächt, dann heißt es, dass Didic ihm die Schuld an ihrem Tod gibt. Kann sein. Wer war das? Strelski. Und du drückst ihn einfach weg? Er hat mir eine Stunde Zeit gegeben, die ist gleich um. Was soll ich denn machen? Verdammt, eine Tarnung! Ich will wissen, was damals passiert ist. Didic hat also keine Verwandten mehr. Wie soll ich das herausfinden? In Jansens Akte steht nichts. Na gut, ich weiß schon, wenn ich fragen muss, aber nimm das Gleis. Ich will über alles Bescheid wissen. Jeden deiner Schritte. Bis 9:15 sind es noch 6 Minuten. Sind Sie Jansen? Ja. Dann ist das für Sie. Von wem ist der? Fahrgast von heute Morgen, ist ein Lieferauftrag. Der Typ hat gesagt, wenn ich pünktlich liefere, kriege ich ihn 2 Nächte zusätzlich auf die Hand. Ja, ist klar, ne? Oh. Oh. Wie ist deine Wagennummer? Hey, hast du Stress zu Hause oder was? Wie ist deine Wagennummer? 596. 596. 596, du kriegst dein Geld. Genau. Ja? Arschloch! Du hättest aufpassen sollen, mit wem du Geschäfte machst, Lars Jansen. Stepan Istjevic gehört nämlich zu meiner Familie. Er weiß, dass du seine Tochter und seinen Enkel getötet hast. Er will rachen. Er weiß, dass du kommen wirst. Ich habe ihm das gesagt. Wenn du da bist, schau auf die Wand. G7 Schach. Du hast jetzt die Wahl. Wenn du den nächsten Flashcard willst, musst du ihn töten und rettest deine Familie. Oder er tötet dich und sie sterben. Kulturverein Schanzenstraße. Du hast 25 Minuten Zeit.
Nestjevic. Ja, Konau. Uwe? Überprüf einen gewissen Stepan Istjevic. Warum? Istjevic ist der Vater von Didits toter Frau und? Er ist der Mann, der Jansen gestern vor seinem Haus ein Packen Geld gegeben hat. Der Hintermann? Genau. Bei ihm ist die nächste Flashcard. Das hängt also alles zusammen. Ja, und jetzt pass auf. Istjevic ist von Didits eingeweiht. Er hetzt ihn und Jansen aufeinander. Und nur einer soll überleben. Warum sollte er seinen Schwiegervater umbringen lassen? Ich weiß es nicht. Muss was damit zu tun haben, was damals im Kosovo passiert ist. Wir müssen das wissen, Uwe. Ich arbeite dran. Wir müssen uns treffen. Ich habe keine Zeit. Ja, ja. Eisbahn, Planten und Blumen. Los. Wer ist das? Erstens wollen Sie es gar nicht wissen, zweitens geht es Sie nichts an und drittens bin ich gar nicht hier. Ist in Ordnung, vertrau mir. Also was? Was haben Sie für mich? Nicht viel. Wir nennen etwas von dem, was nicht in Jansens Akte steht. Das meiste ist geschwärzt, Sicherheitsstufe. Unsere Jungs sind heikel, was ihre Truppen betrifft. Unsere Jungs? Amerikaner? Sicher doch, ja. Euer Lars Jansen war im Kosovo einer einheimischen Polizeieinheit zugeteilt. Sie haben dagegen einen Waffenschieber ermittelt. Jansen war dann schon im Haus, als er von seiner Einheit getrennt wurde, die plötzlich aus dem Haus heraus von dem Waffenschieber unter Beschuss genommen wurde. Darauf waren die überhaupt nicht vorbereitet. Eine amerikanische Patrouille kam ihnen zu Hilfe, um den Heckenschützen auszuschalten. Sniper, Alpha Team under fire. Muzzle flash, 2 o'clock. Window 8 on the floor. Wer stand das? Hören Sie mal, wollen Sie jetzt wissen, was da unten los war oder nicht? Hören Sie mal zu. Repeat, Sniper, 2 o'clock, Window 8, 4th floor. Move. Roger. 2-8, 4th floor. Tja, das war's. Was war mit Jansen? Was ist passiert? Ja, wie gesagt, die halten sich bedeckt. Das Ergebnis des Vorfalls, 2 Unbeteiligte tot, einer schwer verletzt. Der Waffenschieber ist entkommen. Ziemliches Schlamassel, wenn Sie mich fragen. Ich vermute, dass deshalb auch so viel geschwärzt ist. Das gibt halt keiner gerne zu. So, geben Sie mal rüber, bitte. Alles klar soweit? Dann lassen Sie mich bitte da vorne raus. Woher zum Teufel kennst du den? Erstens willst du das gar nicht wissen, zweitens bin ich gar nicht okay. Hier und drittens... Das amerikanische Konsulat hat einen ziemlich guten Ruderachter. Sieht ganz schön mitgenommen aus. Wundert dich das? Kann ich irgendwas tun?
Istjevic, was weißt du über ihn? Wir arbeiten dran. Ich wette, er ist der Hintermann. Ich muss irgendwie an ihm vorbei, um an die Botschaft zu kommen. Ich schicke die Rückendeckung. Bis dahin verhältst du dich ruhig. Danke. Wofür? Egal, wie du das machst. Ich muss wissen, was genau damals passiert ist. Von Jansen. Geh ins Krankenhaus. Sprich mit ihm. Komm schon. Vertrau dem Schachspieler. Du bist ein lausiger Schachspieler. Vergessen, die haben die Kugeln bestimmt, die Soldat Didic noch im Körper hatte. Lass mich mal ganz wild raten. Deutsche Polizeimunition? Gratuliere. Gegen Istjevic Stefan lief ein Ermittlungsverfahren wegen Waffenhandels. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er der Waffenhändler war, den Jansen im Kosovo verhaften sollte. Das Verfahren wurde mangels an Beweisen eingestellt. Wow, was wissen wir über Jansen? Sie wecken ihn gerade auf für mich. Hast du schon Rückendeckung? Nein, aber ich muss da jetzt rein. Du gehst da nicht rein. Nicht alleine. In 43 Minuten geht die Bombe hoch und da drin ist dein Hintermann. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Cenk! Lass das. Lass das, hab ich gesagt. Herr Jansen, ich habe nur eine Frage, nur eine. Was ist damals zwischen Ihnen und Soldat Didic geschehen? Repeat. Sniper. 2 o'clock. Window 8. Fourth floor. 2-8. Fourth floor. 2-8-4.
Stefan Istjevic. Eine Tochter, ein Enkel. Beide tot. Wer bist du? Jansen und ich sind beim SEK. Wo ist die Jansen? Draußen. Auf dem Boden ist ein Umschlag. Didic hat Jansens Familie geschnappt. Um 12.15 Uhr soll die Bombe hochgehen. Didics Rache an Jansen. Didic hat eine Spur zur Bombe gelegt. Und diese führt zu dir. Warum sollst du sterben? Ich glaube, ich weiß warum. Gegen dich wurde wegen Waffenhandels ermittelt. An dem Tag, als deine Tochter starb, sollte ein Waffenhändler verhaftet werden. Du. Didic hat das rausbekommen. Dass das Haus wegen dir gestürmt wurde. Blödsinn. Würde ich sonst leben? Nur Pech, dass du mit Jansen Geschäfte machst. Ich mit Jansen? Gestern. Vor Jansens Haus? Der Umschlag? Das Geld? Woher weißt du das? Jansen hat einen Unfall. Aber er lebt. Und ich bin auch nicht allein. Draußen sind meine Leute. Falls die Uhr da richtig geht, sind sie in 3,5 Minuten hier. Und du weißt genau, was sie können. Du sagst, Jansen lebt. Nochmal. Und nur noch einmal. Wo ist er? Eine Bombe. In Hamburg. Eine tote Frau. Ein totes Kind. Da geht's um Mord. Polizisten mögen es nicht, wenn Polizeiangehörige sterben. Die werden nicht locker lassen. Die Spur führt über Didic unweigerlich zu dir. Und zu uns ins SEK. Deine Geschäfte werden auffliegen. Du bist mit im Spiel, ob du willst oder nicht. Hier ist einer, der behauptet, er sei von euch. Er heißt? Metin. Herr Metin, sagt er. Und er sagt, Jansen hat einen Unfall gehabt. Was war da los? Wo bist du? Ich hab mir gedacht. Na, wo werde ich wohl sein? Ich halte das für eine gute Idee. Da draußen ist niemand. Mein Freund, behalte ich.
selbst? Gut gemacht. Lagerstraße Eisentor. Hinterhof neben den Gleisen. Das ist Sultans Wohnung. Nur einen Block von hier. Ich möchte für dich arbeiten. Wir sind da. Wenn ich für dich arbeite, wie hoch ist die Bezahlung? Ist mir doch egal. Ich bestelle, ich zahle, ihr kommt. Du sprichst mit dem Falschen. Okay. Wer ist der Richtige? Geld. Mehr interessiert euch nicht, nicht wahr? Ich habe meinem Land ehrenvoll gedient. Selbst nachdem wir verloren hatten. Du denkst, der Krieg ist vorbei? Er ist nicht vorbei. Nicht für uns. Wir werden unser Land zurückerobern. Damals haben wir eine Schlacht verloren. Den Krieg noch lange nicht. Und deine Tochter? Und dein Enkel? Ist es das, was du suchst? Nicht doch. Wo ist Jensen? Zuerst die Karte. Sonst war es das mit deinem Krieg. Keine Ausbilder, keine Waffen, gar nichts. Mach dir um mich keine Sorgen. Wo ist Jensen? Fragt er das SEK? Ich will es aber von dir hören. Ich arbeite nur mit Leuten, die auf meiner Seite stehen. Eine Frau für eine Tochter für einen Enkel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sultan tat das Richtige. Didic. Sein Plan ist brillant. Zuerst schickt er dir Jensen auf den Hals. Einer von euch beiden stirbt. Der andere wird wegen Mordes angeklagt und verbringt den Rest seines Lebens in der Hölle. Was wollte er? Thank you.
Kunden heute Morgen. Ist ein Lieferauftrag. Es wird immer schlimmer hier. Schau dir mal um. Es steht mehr und mehr leer. Ivic ist nicht der Hintermann. Der, den wir suchen, ist direkt beim SEK. Wo bist du? Unterwegs. Wohin? Halsbecker Straße, Jansens Wohnung. Oh, da waren wir doch, da ist nichts. Auch die Spurensicherung hat nichts gefunden, was uns weiterhilft. Und wieso ist das Foto der Entführten in Jansens Wohnung? Glaubst du, er ist deswegen wieder zurück? Natürlich nicht. Pass auf, Didic lässt den Lieferwagen dort stehen, bestellt sich ein Taxi und fährt direkt ins Hotel. Maike und Emilia Jansen haben das Haus nicht verlassen, Uwe. Bist du sicher? Was ist mit Jansen? Aus dem war nichts rauszukriegen. Verwechslung ist das Einzige, was er gesagt hat. Verwechslung? Was meint ihr mit Verwechslung? Bin ich Zeus? Jansen braucht Schutz. Es wird nicht lange dauern, dann kriegt er Besuch von Listjewitsch. Wieso das denn? Weil er Jansen umbringen will? Ach ja, Kleinigkeit noch. Er hat meine Waffe. Er hat eine SEK-Dienstwaffe? Bist du wahnsinnig? Du bringst mich ins Grab! Ein Polizist wird vielleicht mit deiner Dienstwaffe erschossen. Weißt du, was das heißt? Uwe. Das heißt, du bist aufgeflogen, du bist am Ende, du bist fertig, du bist raus! Dann nimmst du sie ihm vorher ab. Ach so, und am besten unauffällig, ja? In deinem Krankenhaus bist du... Scheiße. Batu? Batu! Ja. Scheiße! 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 Wie habt ihr mich gefunden? Das ist Kleinigkeit. Sag mal, wie siehst du denn da aus? Bist du hingefallen? Warum gehst du nicht an dein Handy? Wir brauchen das SEK. Halzenbecker Straße, Jansens Wohnung. Und warum? Jansens Familie ist in Gefahr. Erkläre ich euch unterwegs. Ich will's aber jetzt wissen. Jansen vertraut mir. Das solltet ihr auch. Was hast du zu ihm gesagt heute Morgen, Stalski? Wir kriegen das hin? Bin ich jetzt einer von euch oder nicht? Haben wir noch? 9 Minuten. Lewandowski, du wartest, bis die Jungs hier sind und weist sie ein. Ab jetzt ist es hier ein offizieller Einsatz. Noch Fragen? Schön. Was habe ich übersehen? Eine Einheit wird aus dem Haus beschossen. Die Amerikaner greifen ein. Amerikaner? Was redest du da? Jansen geht in den 4. Stock. Er soll den Waffenhändler verhaften. Listjewitsch. Falsche müssen sterben. Didic ist bei dem Tod seiner Familie dabei. Und Jansen
soll auch bei dem Tod seiner Familie dabei sein. Sie müssen hier sein. Die Jungs sind da. Genau wie damals. Ein Haus wird angegriffen und eine Familie wird sterben. Nur, dass es diesmal nicht die Amerikaner sind. Was? Ich sagte nur, dass es diesmal nicht die Amerikaner sind. Sniper, 2 o'clock. Window 8 on the fourth floor. Fourth floor. Da ist Jansen hingegangen. In den vierten Stock. Aber die Amerikaner ziehen das Parterre mit. Das heißt, fourth floor ist bei uns der dritte Stock. Das hat Jansen mit Verwechslung gemeint. Er war ein Stockwerk zu hoch. Er hat Didic mit dem Heckenschützen verwechselt. Und Didic hat ihm das gleiche Szenario wie damals nachgestellt. Sie sind nicht hier im dritten Stock, sondern im vierten. Die Wohnung über uns. Sprengfalle. Wie soll er dann aus der Wohnung gekommen sein? Vielleicht vom Balkon gesprungen. Sehr witzig. Attacke. Kuno? Ich hab sie. Alles gut gegangen. Ich bin einen Schritt weiter. Du hast den Hintermann. Fast. Kannst du mal gucken, wo unser Freund bleibt? Hör zu. Du musst dann ist hier bis Handy kommen. Er hat um 11.47 Uhr jemand angerufen. Und zwar direkt im SEK. Wir müssen wissen, wen. Ruf die Nummer zurück. Ich melde mich später. Wo bleibst denn du? Gute Arbeit. Alles bereit? Was soll los? Entschuldigung, mein Handy.
Ja, hier, Schleski. Hallo? Anruf 18 Uhr? Das ist geschenkt, du bist dabei. Woran denkst du? Was passiert wäre, wenn Jansen keinen Unfall gehabt hätte? Und? Spielt keine Rolle. Didits Plan ist aufgegangen. Jansen, Stjevic. Aber sie leben. Maike und Emilia Jansen leben. Du hast ihnen das Leben gerettet. Und Streisky wurde vor einer halben Stunde festgenommen. Man muss nicht sterben, um in der Hölle zu sein. Emilia ist 9. Wie soll sie das verkraften? Ja, das wird schwer. Aber das schafft ich schon. So. Danke. Nicht zu danken, Hauptkommissar Cenk Batu. Passiert? In den Kühlschrank gelaufen. Völlig bescheiden. Tut's weh? Mhm. Ich treffe ein paar Freunde. Hast du Lust mitzukommen? Heute lieber nicht. Ich hatte einen harten Tag. Schon gut. Vielleicht auf einen Kaffee? Nächste Woche? Vielleicht.